Ja, hallo mal wieder nach einem halben Jahr. Mein Name ist Ben. Ich mache zusammen mit meinem Kollegen Matti Podigy, eine Podcast-Publishing-Plattform. Die Definition, die ich mir selber ausgedacht habe, im Endeffekt verbinden wir viele Services im Hintergrund zu einer einzigen Oberfläche, um es möglich einfach zu machen, Podcasts zu veröffentlichen. Da ich den Großteil von den Grundfunktionalitäten beim letzten Mal schon erklärt habe, würde ich da einfach auf die Aufnahme vom letzten Mal verweisen und jetzt einfach nur ganz kurz rübergehen, was Podigy ist, was wir machen. Dann kurz sagen, was im Moment in Arbeit ist, was wir seit dem letzten Workshop an Funktionalität hinzugefügt haben. Und dann vielleicht, wenn ich noch Zeit habe, ein bisschen Ausblick in die Zukunft wagen und da vielleicht auch ein bisschen auf euer Feedback hoffen. Genau. Wir haben tatsächlich im letzten halben Jahr öfter mal drüber nachgedacht, was soll Podigy eigentlich sein, wie wollen wir uns irgendwie positionieren. Ich habe neulich einen Podcast, in dem Marco Arment, der Typ, der Instapaper und Overcast und so gemacht hat, drin war. Und er meinte, wenn er unendlich viel Zeit hätte, dann würde er Tumblr für Podcasts bauen. Fand ich so eine nette Idee. Dann habe ich mir Tumblr nochmal angeguckt, weil ich es nicht so im Kopf hatte, was wir machen. Was sie extrem gut können, ist den Einstieg erleichtern in Blogging, wie auch immer man das bei Tumblr definiert, und dass sich der Benutzer auf die Inhalte konzentrieren kann. Also er muss nicht nachdenken, wenn er irgendwas online stellen will. Und ja, ich habe jetzt einfach mal für uns definiert, dass das auch unsere Maxime des Handelns sein soll, dass wir möglichst vielen Menschen ermöglichen, möglichst einfach ihre Stimme in die Welt rauszubringen. Wie wir das machen? Podigy selbst, also die Software, ist ein Content-Management-System. Da kommt man leider nicht drum rum. Irgendjemand hat mal gesagt, egal was man anfängt zu bauen, am Ende hat man immer ein Content-Management-System. So war das auch bei uns. Was ich machen kann, ist, ich melde mich an, lege einen Podcast an, lade mein Audio, möglichst Rohformat hoch, füge Metadaten hinzu, sage veröffentlichen, dann jagen wir das bei Auphonic durch. Ihr müsst euch dafür nicht bei Auphonic anmelden, das machen alles wir im Hintergrund. Und sobald es da durch ist, fallen da vier Audioformate raus. Das Ganze wird auf der Webseite veröffentlicht, im Feed veröffentlicht. Und dann könnt ihr euch freuen, dass ihr gehört werdet. Wie gesagt, Audio Post-Production läuft über Auphonic. Wir haben da ein paar Presets definiert, bei denen Georg uns auch geholfen hat, die so ein bisschen zu optimieren für das, was rauskommen soll. In nächster Zeit wird da aber auch noch dazu kommen, dass man da selber noch ein bisschen dran rumschrauben will, kann, wenn man will. Also wenn man vorher irgendwie schon selbst optimiert hat und dann irgendwie das Denoisen ausschalten will oder irgendeinen Filter anders, ein anderes Loudness-Target zum Beispiel einstellen will, das kommt demnächst auch. Aber Grundannahme ist halt erstmal möglichst einfach. Man stellt normal oder high quality für, wenn man nicht nur Sprache, sondern auch Musik drin hat ein und ist erstmal fertig. Dann gibt es natürlich eine Webseite und einen Feed. Bei den Webseiten gibt es verschiedene Themes, sind im Moment aktuell nur drei. Wir arbeiten im Moment an weiteren. Die sind allerdings auch auf Mobilgeräten ganz gut zu benutzen. Da warten wir natürlich alle gebannt auf den neuen Webplayer, damit wir da ein bisschen noch besser werden. Der Feed, ja, man iTunes-kompatibel, ich hasse den Begriff, aber es ist halt tatsächlich so, wenn iTunes funktioniert, funktionieren die meisten anderen Sachen auch. Und es ist sehr werbewirksam, gerade wenn man so im amerikanischen Markt sich bewirbt, da ist alles iTunes, iTunes, iTunes. Genau. Dann haben auch wir tatsächlich ein Content Delivery Network. Das funktioniert tatsächlich sehr, sehr ähnlich zu Podseed, also auch von der Technik her. Also da würde ich gerne nachher auch, können wir ja nochmal kurz synergieren vielleicht. Ziel dabei ist natürlich, dass es 100% verfügbar ist. Bei uns ist es so, dass die Webseiten und der Feed und die ganze Backend-Infrastruktur ist unabhängig von dem CDN. Sprich, selbst wenn mal die Webseite nicht funktionieren sollte, können Dateien immer noch ausgeliefert werden und andersrum, was nicht so viel Sinn macht. Bisher können wir sagen, wir sind jetzt seit einem guten Jahr im Produktivbetrieb und hatten bisher noch keine Minute Ausfall und hoffen natürlich, dass es auch so bleibt. Genau, also das ist im Prinzip Podigy. Einfaches Veröffentlichen von Podcasts.
wer da Fragen hat, wie das im Einzelnen funktioniert, auch gerne, wenn ihr technisch interessiert seid, könnt ihr mich gerne nachher mal zur Seite nehmen. Da ist so einiges, was man da erklären kann. Genau, seit dem letzten Workshop, ich hatte auf dem letzten Workshop schon so ein bisschen einen Ausblick nochmal gegeben, was wir jetzt so in nächster Zeit machen wollen. Da waren unter anderem die Statistiken dabei und wer weiß, was auf diesem Bild ist. Bei uns intern heißt das Projekt mittlerweile BER, weil es so ein bisschen eine Never-Ending Story ist. Wir arbeiten immer noch dran. Wir sind jetzt relativ froh, dass Podlove da so ein bisschen uns überholt hat, damit wir uns da nochmal so ein bisschen, gerade was so Exportformate und so weiter, auch abstimmen können und vor allen Dingen auch eine Vergleichbarkeit schaffen. Sprich, dass wenn irgendjemand mit einem Podlove Publisher Statistiken generiert, dass man die bei uns auch mit vergleichen kann. Also, dass man Podcasts untereinander vielleicht so ein bisschen vergleichbar macht. Zweites Thema, was wir aber tatsächlich im letzten halben Jahr geschafft haben, ist die Einführung von Networks. Ist im Prinzip ganz einfach. Ich kann in meinem Account unendlich viele Podcasts haben und kann die jetzt aber auch zu einem Netzwerk zusammenschließen. Sprich, ich habe eine zentrale Webseite, auf der alle Podcasts ihre eigenen Seiten haben, aber alles unter einer Corporate Identity, wie man so schön sagt. Jeder von den Podcasts hat natürlich seinen eigenen Feed. Zusätzlich gibt es dann nochmal einen Netzwerkfeed, in dem alle Folgen aus allen Podcasts des Netzwerks abrufbar sind. Genau. Zusammen mit dem nächsten Feature, was aktuell im Bau ist und denke ich so in den nächsten 1 bis 2 Wochen online gehen wird. Ach nein, das kommt erst später. Ein paar Use Cases für diese Networks, die wir tatsächlich gar nicht alle so auf der Rechnung hatten, als wir es gebaut haben. Das ist natürlich einmal Einzelpersonen, die mehrere Podcasts haben und da vielleicht so eine Grund-Corporate-Identity für alle haben. Andere Logos natürlich, aber die sehen dann vielleicht so ein bisschen ähnlich aus. Also wir haben einen, der macht jetzt keinen klassischen Podcast, sondern der produziert Audio-Adventures und hat dafür so eine Hauptmarke, aber eben verschiedene Sendungen, die er eben in so einem Netzwerk arrangiert hat. Das heißt, man kann sowohl die einzelnen Audio-Adventures abonnieren, aber auch wirklich das komplette Netzwerk, wenn man da komplett dran interessiert ist. Dann ist es generell auch interessant, dann wirklich mit dem Feature, was ich gleich noch erzähle, Podcast-Cluster, sprich, dass wenn man sich, also in den USA ist es relativ viel mit 5x5, dass sie da relativ große Netzwerke haben, wo sich verschiedene Podcasts, die jetzt eigentlich so an sich gar nichts miteinander zu tun haben, auch gar nicht von den gleichen Leuten gemacht werden, zu Netzwerken zusammenschließen, um eben so Vorteile genießen zu können, wie ein zentrales Hosting, wie dass sich jemand um die Technik kümmert, wie dass sich vielleicht auch jemand ums Marketing zentral kümmert. Also dass es eine oder mehrere Personen gibt, die für alle Podcasts Marketing und Vertrieb machen. Ist jetzt hier in Deutschland, glaube ich, noch nicht so arg im Kommen, aber vielleicht für die Zukunft eine Idee. Drittes ist natürlich Radiostationen, die ja im Endeffekt auch für einzelne Sendungen einzelne Podcasts rausgeben. Die könnte man natürlich auch unter einer zentralen Webseite dann zur Verfügung stellen und das alles so ein bisschen zusammenstellen. Machen viele ja auch schon mit ihren eigenen Systemen. Hier wäre jetzt halt die Möglichkeit, das mit einem dedizierten System, was dafür gemacht ist, zu machen. Haben wir aktuell noch keinen, der das bei uns damit betreibt. Hatten aber schon ein paar Anfragen, aber die sind immer relativ langsam in der Bewegung, leider. Und das vierte, womit ich überhaupt nicht so, die ich gar nicht auf dem Plan hatte, sind tatsächlich Podcast-Consultants. Sprich, Leute, die entweder für Firmen oder für Einzelpersonen, Anwälte, Makler Podcast-Schulungen machen, beziehungsweise die auch auf ihrer kompletten Podcast-Reise begleiten. Sprich, die ihnen immer wieder mal Tipps geben, teilweise auch bei der Produktion helfen. Und da ist es natürlich ganz praktisch, wenn der Podcast-Consultant quasi mehrere Podcasts anlegen kann und dann einfach mit dem aktuell im Bau befindlichen Feature Collaborators die Leute zu den Podcasts einladen kann. Die Leute können selbst ihre Podcasts bespielen, sprich, die können da alles ändern, bis auf, dass sie den Podcast nicht löschen können. Aber der Consultant kann eben auch immer wieder, wenn mal irgendwo Probleme sein sollten, wenn
mal irgendwie so ein Audit gemacht wird, ob jetzt im letzten halben Jahr alles, ob der Schüler das richtig gemacht hat, kann da eben reingucken und bei Bedarf natürlich auch helfen. Genau, die Überleitung zu den Collaborators. Aktuell die Grundversion davon wird einfach nur sein, ich kann jemand anderen zu einem Podcast einladen über E-Mail. Wenn derjenige bei uns auf der Plattform schon selbst irgendwie einen Account hat, muss er sich natürlich keinen erstellen, sondern bekommt einfach nur so ein Pop-up, wo er dann sagen kann, ja, nehme ich an und kann dann eben an diesem Podcast mitarbeiten. Das ist im Moment noch relativ uninteraktiv, sprich, man sieht nicht sofort, wenn jetzt jemand was geändert hat, dann poppt es beim anderen nicht auf und sagt, hier, der hat jetzt gerade den Titel geändert oder sonst irgendwie. Ist aber auf jeden Fall eine Planung, sprich, dass man auch live, vielleicht sogar während der Sendung, eben an Shownotes schreibt, an anderen Sachen zusammen die Sendung vorbereitet oder nachbereitet. Das steckt da auf jeden Fall für später mit drin. Und ja, sogenannte Podcaster-Profile, sprich, dass ich bei uns sind, ist so ein Podcaster mit ein User, so im technischen Sinne. Und was wir daraus machen wollen, ist dann, wie es ähnlich wie es im Publisher auch ist, Personen, die Funktionen in einem Podcast haben und dann auch so eine Art Podcaster-Profil mit einer dedizierten URL haben sollen, wo die sich dann halt auch so ein bisschen präsentieren können, irgendwie mit einem Bild oder einer Biografie oder was auch immer und eben den verschiedenen Podcasts, die sie machen, Social-Media-Profilen und so weiter. Das sind so Sachen, die da im Anschluss rankommen werden, wenn das Grundfeature erstmal da ist. Genau. Ein weiteres Ding, was wir tatsächlich auch zusammen mit einem aktuellen Nutzer, also was von einem Nutzer an uns herangetragen wurde, war, wir bieten schon den Podlove Web Player zum Embedden an. Und da war aber das Problem, dass der eben in seiner Grundform nicht in alle Webseiten reinpasst, alleine von der Farbgebung her. Und da war halt eben die Anforderung, dass man den in verschiedenen Farben einfach themen kann. Das ist jetzt nicht wirklich ein Theme, sondern wirklich nur die Farben geändert, sodass es so halbwegs nicht ganz so aus der Seite raussticht, wenn man das nicht will. Zusätzlich haben wir dann eben noch so ein paar Konfigurationsmöglichkeiten eingebaut, wie zum Beispiel, dass man das per HTTPS irgendwo einbinden kann, was gerade im Firmenkontext extrem wichtig ist, weil da auch immer mehr Leute die Seiten verschlüsselt ausliefern. Ob die Download-Links unten drunter angezeigt werden und eben die Farbe und kriegt dann hier unten einfach einen Code, wie man das auch von YouTube kennt, den man einfach in seinen WordPress, in seinen was auch immer Enterprise CMS einfügen kann und da halt einen Webplayer eingebettet bekommt. Auch da warten wir natürlich gespannt auf den neuen Player, weil es damit nochmal deutlich einfacher und geschmeidiger gehen wird. Gerade auch was das Theming angeht, das war hier schon eher schmerzhaft. Genau. Dann gab es, ich glaube, das war nach dem letzten Workshop, haben wir das Pricing angepasst. Eigentlich haben wir an den Preisen tatsächlich gar nichts geändert. Wir haben eigentlich nur einen neuen Plan hinzugefügt, der es erlaubt, dass man 60 Minuten, also eine Stunde im Monat kostenlos bei uns podcasten kann. Also wie man sieht, wir rechnen quasi nicht in MB oder sowas ab, weil wir denken, dass das für den Anfänger einfach nicht zu greifen ist, wie viel MB hat jetzt so meine Podcast-Folge von einer Stunde. Deswegen rechnen wir tatsächlich in Stunden ab. Und seit, ich glaube, im Juni oder so haben wir es gemacht, kann man eben eine Stunde im Monat kostenlos podcasten. Und es wird auch tatsächlich recht gut angenommen, hat aber auch dazu geführt, dass wir auch zahlende Kunden dazu bekommen haben, die halt mit einem Free-Ding angefangen haben und dann gemerkt haben, ja, es macht mir doch Spaß und ich will jetzt auch weitermachen, finde die Plattform gut, ist gut zu bedienen, hilft mir beim dabei, mich auf meinen Inhalt zu konzentrieren und dann eben auf einen bezahlten Plan gewechselt haben. Zusätzlich haben wir noch eingeführt, dass man, wenn man ein Jahr im Voraus zahlt, halt einen Rabatt bekommt, was gerade auch im Firmenkontext relativ gut ankommt, weil die so mit monatlicher Zahlung tun die sich irgendwie immer ein bisschen schwer, weil die dann ihre Buchhaltung machen müssen und so. Aber ja. Ja, Podigy und Podlove, wie wir gestern schon gehört haben, und jetzt auch gerade setzen wir natürlich den Webplayer ein. Alles andere würde auch überhaupt keinen Sinn machen, weil alles andere ist tatsächlich Schrott. Wir haben uns da eingehend mit beschäftigt. Und jetzt seit dem letzten Workshop und der Republika sind wir auch aktiv an der Entwicklung beteiligt und
helfen da beim Subscribe-Button mit, den wir in den nächsten Stunden oder Tagen dann auch zur offiziellen Nutzung freigeben werden. Sowohl auf Podigy als auch im Publisher und auch als eigenständiges WordPress-Plugin, wie ich eben lernen durfte. Ja, wir freuen uns, also ich bin da extrem begeistert. Ich kann mich noch so an das erste Treffen mit Tim erinnern, das war so eine 3 Stunden Druckbetankung in der Meta-Ebene, wo man dann so hinterher so rausgeht und den Kopf schüttelt und denkt, okay, wir haben eine Menge zu tun. Das ist, und auch, also so eine Veranstaltung wie hier ist da extrem motivierend, in dem Bereich weiterzumachen und da auch voranzukommen. Genau. Das ist tatsächlich schon alles, was wir im letzten halben Jahr auf die Beine gestellt haben. Dazu muss man sagen, wir arbeiten aktuell quasi in unserer Freizeit an der Plattform, planen aber aktuell, das im nächsten Jahr zu verändern. Wie genau das aussehen wird, wird sich dann noch zeigen. Aber generell ist unsere Taktik für nächstes Jahr hauptsächlich darauf ausgerichtet, dass wir den Leuten ermöglichen wollen, dass sie unabhängig von Flatter oder Patreon oder was auch immer es noch für Drittplattformen gibt, zumindest ein bisschen Geld reinzuholen. Wie wir das machen wollen, ist einmal ein Konzept, das wir DIY Crowdfunding nennen. Aktuell, wenn ich irgendwo was crowdfunden will, muss ich mich auf irgendeiner Plattform anmelden, braucht da irgendwie einen Account und muss das da halt alles separat von meinem eigentlichen Projekt regeln. Was wir uns vorstellen, ist, dass man einfach auf seiner Webseite eine extra Seite hat, auf der ich mein eigenes Crowdfunding machen kann. Und zwar eine One-Click-Lösung. Also ich setze einen Haken und trage vielleicht noch meine Bankverbindung ein, wo das Geld nachher hin soll. Und das war's. Das ist der Plan. Wir denken auch, dass es machbar ist. Wann genau, kann ich natürlich nicht sagen, aber ich denke, dass das durchaus dabei helfen könnte, das so ein bisschen zu entzerren und einfach auch einfacher zu machen, auch für die Hörer Geld abzugeben. Eine Sache, die von unseren Usern tatsächlich öfter angefragt wird, ist Premium-Content. Wir haben einen Benutzer, der macht Sprachschulung und hat da auch 2 Podcasts, wo er das so ein bisschen vermittelt und er will halt Premium-Content anbieten, sprich, er will die Folgen nur 30 oder 60 Tage in voller Länge zur Verfügung stellen und danach nur noch einen Schnipsel und den Rest bekommt man dann, wenn man irgendwie einen Euro einwirft oder 2. Es muss natürlich auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht werden, wie man das da machen kann, weil es natürlich auch mehrere Modelle gibt, wie man diesen Premium-Content dann verfügbar macht und wie das überhaupt aussehen könnte, ob es wirklich nur ein Audioschnipsel ist, den man dann als Preview bekommt oder da setzen wir tatsächlich auch auf euer Feedback, wie ihr euch überhaupt vorstellt, dass man mit Podcast Geld verdienen kann und wie man das vor allen Dingen einfacher machen kann. Also unsere Devise ist, lass mich nicht nachdenken. Weder als Podcaster noch als Hörer soll ich irgendwie drüber nachdenken müssen, wie soll ich das jetzt machen, sondern es sollte sich möglichst von selbst erschließen. Und da sind halt so One-Click-Lösungen für. Geld annehmen ist immer ein schwieriges Thema. Gerade wenn man irgendwie selbst einen Gewerbeschein hat und auch im Podcasting Geld verdient, da ist immer noch mal ein Riesenrattenschwanz an Bürokratie dran, den man da auflösen muss. Den wird man sicher nicht komplett wegbekommen, aber zumindest zu einem Teil werden wir da versuchen, eine Erleichterung zu schaffen. Wie gesagt, wenn da Interesse an dem Thema besteht und da vielleicht Feedback oder Anregungen sind, können wir da gerne heute Nachmittag auch nochmal ein paar Minuten drüber quatschen. Würde mich auf jeden Fall freuen, da eure Ideen zu hören, wie man das machen könnte. Und jetzt darf Tim seine Frage stellen, die ihm auf den Nägeln brennt. Ja, danke erstmal. So, ich habe keine Frage, aber vielleicht habt ihr noch welche. Mikrofon. Weil du Amerikaner ansprachst, nehme ich an, die Webseite ist auch in Englisch verfügbar. Genau, also das Interface ist die Webseite und das Interface sind sowohl in Englisch als auch auf Deutsch verfügbar. Okay, cool. Und auch die Blogs an sich, also die Webseiten,
also die Texte, die nicht Content sind, sind auch jeweils, je nachdem, mit welcher Einstellung der Podcaster das haben will, auf Englisch und Deutsch. Da fällt mir übrigens ein, dass unser Podlove-Subscribe-Button ja auch mehrsprachig ist. Sollte irgendjemand von euch so 30 Worte in einer fremden Sprache können, die Podcasting beinhaltet, dann könnt ihr da vielleicht ein bisschen mit übersetzen. Wir haben da auch eine passende Plattform. Derzeit haben wir Deutsch, Englisch und Japanisch. Und Finnisch. Zwei Drittel. Ja. Ah, Finnisch ist noch nicht und durch. Mainstream. Schwäbisch. Ist machbar. Gibt's also alles, wofür es einen Language-Code gibt, kann man machen. Wie heißt denn Subscribe auf Schwäbisch? Abonnieren. Stelle. Ich möchte das unbedingt haben. So, noch Fragen zu Podigy. Hallo? Keine? Gut.